So, hallo, wir machen weiter bei Jump 2. Letztes Mal haben wir das Cabin Fever Level abgeschlossen. Nein, haben wir nicht. Also doch in einem. Also, ja. Wir haben einen Exit gemacht. Und den anderen können wir noch nicht machen, weil wir dafür den grünen Switch brauchen, von dem wir, glaube ich, noch gar nicht wissen, wo er ist. Wie auch immer, wir haben ein Level vor uns, und zwar dieses hier. Und je nachdem, wie lang dieses Level geht, ist das vielleicht das Part. Okay, das sieht erstmal aus wie das Original. Mit anderer Musik natürlich. Die ziemlich wild ist. Okay, jetzt hat sich das geändert. Ist das überhaupt nicht mehr aus wie das Original? Jetzt ist es wie ein anderes Original. Wait, ist das eine Compilation aus verschiedenen originalen Level-Parts sozusagen? Weil genauso wirkt es. Was war da oben? Oh! Wir haben was ge. Oh! Wichtige Erkenntnis. Hier oben ist der Schlüssel. Okay. Ja, aber das hier, das sind alles Teile, die es im Original so gab. Nur halt anders. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das ist nur für die Yoshi-Coin. Die brauche ich ja schon mal nicht. Außer die Yoshi-Coins sind hier verpflichtend aus irgendeinem Grund. Okay. Okay, da gibt es endlich Blöcke. Aber mir gefällt das mit den Yoshi-Coins nicht. Die wirken einsammelbar und gewollt einsammelbar. Okay. Gewollt einsammelbar. Man könnte das alles noch ohne Stage spielen. Aber okay, hat sich erledigt mit den Yoshi-Coins. Ich muss einfach nur groß hierher kommen. Okay, ich muss einfach nur groß hierher kommen. Gut. Dann lade ich ab jetzt auch keine States mehr. Wenn ich sterbe, sterbe ich erstmal. Das ist okay. Also wir müssen groß werden. Waren wir ja, ne? Ich darf nur nicht klein werden. So ein Ding ist das. Dann machen wir halt erst den Normal Exit. Jetzt wissen wir ja, wo das Secret Exit ist. Ach, oder so. Oder so. Das geht natürlich auch. Jetzt kann ja gar nichts mehr schief gehen. So, easy. Dann machen wir erstmal den sekreten Exit. Hui. Und dann haben wir das auch schon weg. Perfekt. Perfekt. Wo führt das hin? Hoch zum Schloss, darüber. Bingo! The Switch of Many Achievements. Okay, dann machen wir erst den Secret Exit hier. Und dann machen wir den grünen Switch. Nice. So mag ich meinen Level-Fortschritt. Wir suchen den grünen Switch und wir finden ihn. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Dann gucken wir jetzt mal. Also, die Idee hier finde ich halt cool. Ich bin gespannt, was hier noch alles für Level drin stecken. Viele haben es ja noch nicht gesehen. Okay, das gab es so im Original nicht. Da hört es dann so ein bisschen auf mit dem Original. Ja, aber jetzt ist es ganz anders. Wie hätte ich denn, was hätte ich denn da tun sollen? Okay. Aber gut, dass man da oben so eine Münze hatte. Ich hätte da gar nicht dran gedacht, da hochzugucken. Na gut, dass man durch den Koopa hier so eine Münze da oben eingesammelt hat, einfach spaßeshalber. Das war sehr, sehr gut. Ach, was mache ich denn? Da will ich jetzt aber erstmal einen anderen Weg probieren. Wir müssen jetzt ja nur noch zum Ziel kommen und das wird ja wohl hier auch zum Ziel führen.
Wait, wenn ich jetzt hier runterfalle, lande ich doch da, wo der Schlüssel ist, ne? Okay, ich kann nicht scrollen. Wofür sitzt das? Das ist ja komplett useless. Ich komme nicht mehr hoch. Ich glaube, hier ist einfach der Schlüssel. Ja. Ja, Murks. Moment, das mache ich kurz zurück. Dafür nehme ich den Hit hier in Kauf. Ist in Ordnung. Dann gibt es aber nur diesen Weg hier aktuell für uns. Das war frech. Okay, wofür das Ding hin? Achso, das fährt jetzt hier. Oh Gott, man sieht die kaum. Oh Gott, man sieht die. Oh. Man sieht die kaum. Hä, wie soll ich da weitermachen? Kommt die Plattform wieder? Hä? Die zieht hier weg, ne? Ja, die fällt hier runter. What? Fährt die dann weiter? Ah, die fährt... Ah, okay. Yo! Yo! Schade, dass jetzt die Idee nicht weiter verfolgt wurde mit dem, dass man die Levelabschnitte hat, weil das fand ich eigentlich cool. Jetzt ist das irgendwie so gar nicht mehr der Fall. Na gut. Aber wie gesagt, den... Ja, das war es jetzt komplett. Ich muss auf der anderen Seite hin. Das wusste ich aber auch nicht. Die Yoshi-Coins interessieren dann... Nee, oh, ich muss mit dem Ding mit. Auch das wusste ich nicht. Hä? Alter. Woher soll man das denn wissen, wenn man das erste Mal spielt? Es ist nicht ersichtlich, dass man das noch braucht. Aber das finde ich ein bisschen schwierig. Yo! Okay. Ja. Ist okay, tschüss. Also es ist ein bisschen... Weiß nicht, ein bisschen für... So, wenn man das blind spielt, das Level, hat es mir zu viele Stellen, bei denen ich absolut nicht weiß, was erwartet wird. Oh, danke, dass ich den Pilz bekommen habe. Okay, das sieht wieder nach so einem Originalstück aus, aber wie gesagt, dadurch, dass jetzt das Level dann doch anders weiterging... Feder? Irgendwas ist da rausgekommen. Nice! Aber dadurch, dass das jetzt anders weiter... Oh. Das lief nicht so gut. Oh Gott! Juhu! Juhu! Ab dafür. Oh Himmel! Okay, die interessiert mich überhaupt nicht, glücklicherweise. Das war nicht so gut. Nee, da komme ich nicht mehr drauf. Ach, ey. Jetzt sind die schneller, ne? Ja. Alter, das ist... Also vom Schwierigkeitsgrad her ist das Level schon... Weiß ich, das war am Anfang, war das schöner. I don't know. Ach, Mensch. Ach Gott. Also erst hat es mir auch ein bisschen leid getan, dass ich angefangen habe zu staten, aber wenn ich jetzt das hier so sehe, tut es mir nicht mehr so leid. Yo, what? Wie? Alter! Ich kann auch eigentlich erst die... Nee, kann ich nicht. So. Oh Gott, ey. Ah ja. Dann so.
Und dann kommt der hier noch her. Uiuiuiui. Das ist gar nicht übertrieben oder so. Lass mich da rein. Gottes Willen. Und ab ins Ziel, I guess. Ja. Okay, der Rest vom Level war komisch. Den fand ich nicht mehr schön. Die Anfangsidee habe ich so gefeiert, dass einzelne Level-Elemente vom Original übernommen worden sind. Und das hat mich eigentlich so ein bisschen... Da habe ich mich eigentlich so ein bisschen auf das Level gefreut, weil ich dachte, das wird so, geht so weiter. Und dann war ich ziemlich enttäuscht, dass es nicht so war. Na gut. The Switch of Many Achievements. Gucken wir da rein. Was muss ich hier tun? Point of advice. In the following room, the door immediately up the clouds and to the left will lead you to the green switch. However, to enter, you must collect at least 300 GP. GP is attained by unlocking achievements, which require you to perform tasks of varying difficulty. Okay. Okay, also es gibt in dem Level Achievements für... Achso, hier noch nicht. All grown up, playing with fire, taking flight, the invincible. Und man weiß nicht, was man tun muss dafür. Und man kriegt dann einfach Achievements und man muss 300 Punkte erreichen, 300 GP. Und dahinter sehen wir, wie viele Punkte es gibt. Also für die Achiever gibt es zum Beispiel 20 GP. Für Completionist gibt es 100 GP, was wahrscheinlich einfach bedeutet, man hat alle Achievements. All grown up, keine Ahnung, heißt vielleicht, dass man mal... groß geworden ist, ich weiß es nicht. Aber es gibt auch nur 5 GP, ne? Also puh. Ja, genau, das war All Grown Up. Cool. Also wir müssen 300 GP erreichen. Gibt dann sicherlich auch ein Achievement, mal eine Feder zu bekommen. Ja. Jetzt haben wir 10 GP. Okay, die Idee ist großartig. Ist die Frage, gibt es... Ah. Wait, was war das? Playing with Fire, klar, Feuerblume bekommen. Aber will ich jetzt das alles mal durchlesen, was es da gibt? No reservations. Attempt to drop your reservate. Ah, das habe ich bekommen. Attempt to drop your reserve item. Und ich habe keins. Deswegen habe ich das einfach bekommen. Military Escort, Starstruck, Strike, Checkpoint 1. Okay, ouch. Ouch heißt, dass ich mich mal treffen lassen muss? Fragezeichen. Collector, Collector, Collector. Das könnten Münzenansammlungen sein. Dextral, keine Ahnung. Sinistral, keine Ahnung. AFK. Ganz lange nichts drücken? Vielleicht? Gibt 10 GP. Müsste ich mal ausprobieren. Zählt es, wenn ich vorspule? Ah, das könnte ich mit Vorspulen ausprobieren. Feeling Dizzy. Keine Ahnung. Speed Dämmen. Hydrolysis. Looking Ahead. Könnte LR sein. Disco Dance Party auf einer Disco Shell vielleicht reiten. Overloaded. Weiß ich nicht, vielleicht eine Feder einsammeln, wenn man schon eine hat, irgendwie sowas. Oder 100 Münzen zu haben. Gluton, weiß ich nicht. Vielleicht mehrere Pilze einsammeln. Vitamin Rich, Betrayal, Yoshi runterschmeißen, könnte das sein. Silver Lining, Master Plumber, Jump. Okay, ein Peach Jump machen. Seismic Activity. Switch it up. Behind the scenes. Alter, auf 300 kommen wird nicht einfach. Extra crispy, just ahead. The impossible, 50 GP expired. Four course meal. Gun fishing. Pest control. Holy moly. Probiert's mal, was passiert, wenn ich mich treffen lasse. Ja, das ist ouch. Nice. So, hier ist ein Switch.
Ist natürlich blöd, dass ich jetzt die Feder verloren habe, ne? Vielleicht will ich mich später mal treffen lassen. Wir machen das mal rückgängig. Ach ja, ich wollte ja was testen. Ich spule jetzt einfach vor und mache eine Zeit lang mal nichts. Das gibt's halt wirklich. Das gibt's halt wirklich. Okay, da war's. Lul. Ah, es gibt da natürlich auch... Okay, jetzt muss ich die Yoshi-Coins sammeln. Das ist Collector. Die Yoshi-Coins sind Collector. Okay, jetzt probiere ich Folgendes. Ich probiere jetzt mal mit Safe States ein Peach-Jump und gucke, ob das das Achievement ist. Ob der das registriert, wenn ich einen Peach-Jump mache. Was mit der Feder irgendwie gar nicht so einfach ist. Oder es geht nicht. Hä? Oder es geht nicht. Bin ich dumm? Bin ich so schlecht gerade, dass ich den nicht hinkriege? Ich krieg nicht hin. Geht der überhaupt gerade? Oh, da wollte ich nicht hin. Geht der überhaupt gerade? Ich weiß es nicht. Collect 10 Coins gibt. Okay, which ist das? Da ist eine Beere. Jo, wo kommt der denn jetzt her? Haben wir schon ein Achievement, um einen Gegner zu töten? Ah, das war's nicht. Aber ich würde ganz gern mal jetzt. Da ist noch eine Yoshi Coin. Warum ist da eine 2? Reach the leftmost screen is sinister. Okay. Dafür brauche ich eine Feuerblume. Wir sammeln weiter fleißig Münzen ein. Da ist noch eine Yoshi-Coin. Ah, an die komme ich nicht. Wait. Doch, komme ich. Das sind schon 3. Da drüben kann ich auch hin, wenn ich das hier mal wegmache. Hier kann ich eine Disco-Shell bauen. Ich brauche eine Shell. Okay, das löscht meine Items und meine Feder. Jetzt gehe ich erstmal Fishing. Ach, das war das hier. Okay, das ist nur für Coins da oben. Ah, behind the scenes ist das hier, okay. Nice, nice, nice. Ha! Das ist Seismic Activity. Ich habe gedacht, ich probiere es einfach mal. Oh, jetzt habe ich den gekillt. Ist der jetzt noch am Leben? Wenn ich wieder hingehe? Nee, dann muss ich das mal rückgängig machen. Den wollte ich nicht töten. Und an der Stelle gerade so ein Ding machen, war ja auch absolut nicht nützlich. Dann lassen wir das mal. Gibt's ein Achievement, wenn ich länger fliege? Ah, egal. Erstmal wurscht. Da oben komme ich rein, wenn ich den on off drücke. Münzen, Münzen, Münzen. Oh, hier könnte ich mir jetzt... Tja... Alles Mögliche holen. Hier kann ich erstmal rein. Da ist die Tür. Da, wo ich dann zum Switch komme, wenn ich 300 habe. Okay. Hello, Yoshi. 1. Ah, okay. Diese Dinger sind Checkpoints. Ich verstehe. Das sind diese Checkpoint-Teile. Ich würde jetzt gern mir eine Blume gönnen, eigentlich. Aber dann ist meine Feder weg. Weil ich habe ja kein Reserve-Item. Aber trotzdem will ich die jetzt haben. Weil ich mit der Blume hier hinten jetzt schon mal gucken kann, was da so ist.
Ach so, hier ist dann die 2. Ah. Wo war denn die 3? Oh, hier ist eine Wolke. Reide Cloud. Wir haben 100. Wir haben 100 GP. Wir haben 110 GP. Wie lange hält die Wolke? Und wofür ist die da? Die ist einfach nur da, um das Achievement zu bekommen, ne? Oh lol, das sieht auch lustig aus. Oh, hier ist eine Nummer. Da muss ich hin. Ich glaube, da ist die 4. Okay, die Wolke bleibt bestehen. Dann muss ich die jetzt mal irgendwie wohin nutzen, wo ich... Okay, hier ist die 4. Wir brauchen erst die 3. Ah, Yoshi kann ich mit den Bären füttern. Klar, dafür sind die Bären da. Okay. Und die Wolke kann ich... Okay, mit der Wolke kann ich durchs ganze Level fliegen. Dann können wir gleich mal mit der Wolke die Bären für Yoshi krallen. Sehr gut. Hier war die 1. Wenn ich jetzt hier durchgehe... Die Wolke geht mit durch die Röhren. Das ist noch... Hier ist eine... Oh, so könnte ich euch aber auch groß machen. Das ist Glouton! Okay. Da ist noch ein Yoshi-Coin. Nice, nice, nice. Da ist die letzte Yoshi-Coin. Das gibt den Collector 5. Nice, nice, nice. Jetzt ist hier gleich... Nee, ist noch nicht zu Ende. Hier ist eine rote Koopa. Da ist ein Gesicht. Da ist der On-Off. Da komme ich einfach hin. Das ist der rechteste Screen. Da ist die 3. Nein! Ah. Hier hätte ich Yoshi auch groß machen können, by the way. Ah, die Wolke brauche ich aber auch nicht mehr, wenn ich hier Yoshi habe. Was mit dem da oben? Betrayal ist das da oben. Das da oben ist Betrayal. Lol, wenn ich den da kille, dann ist das Betrayal. Oh, ich kann hier nicht durch. Nur von der anderen Seite wahrscheinlich. Ach, Hier ist hier ist Betrayal. Wenn ich hier Yoshi... Ah, das war jetzt dumm. Jetzt komme ich nicht mehr auf Yoshi drauf. Wenn ich da Yoshi loslasse, dann ist das Betrayal. Okay, an den komme ich nicht mehr ran. Ach, ich komme mit Yoshi nicht durch Röhren. Okay, aber da Yoshi scheinbar eh nur Betrayal darstellt. Und sonst nicht weiter relevant ist. Können wir uns Betrayal auch einfach gleich mal holen. Da ist er weg. Und dann geht's hier doch durch. Da ist ein Mond. Das war ein Mond-Dingens. So, und jetzt nehme ich eine Shell mit und mache mir eine Disco-Shell. Nice. Also man muss, glaube ich, nicht alle Achievements holen. Weil wir kommen jetzt, glaube ich... Ich glaube, an alle kommen wir jetzt nicht mehr ran. Nicht sicher. Aber hier auf jeden Fall können wir jetzt gleich eine Disco-Shell uns basteln. Yeah! 10 GP. So, und brauche ich nochmal die Feuerblume? Ich glaube nicht. Ich glaube, ich kann mir jetzt hier alles klauen lassen. Das wollte ich nicht. Ich glaube, ich kann mir jetzt hier mein Power-Up klauen lassen. Und die 4 auslösen. Dann haben wir nämlich die 30 GP dazu auch bekommen. Sehr geil. Die Achiever, wenn man 200 hat, kriegt man einfach nochmal 20 drauf. Kann ich double grabben?
Oder bin ich einfach nur schlecht? Also die Frage ist halt, ist es ausgestellt? Ist es ausgestellt oder bin ich einfach nur schlecht? Das ist halt die Frage. Ups. Ich glaube, ich kann nicht double grabben. Na, irgendwie geht's nicht. Nee. Ich glaube, ich hätte es. Okay, es gibt aber kein Achievement. Aber es geht. Ja, gut. Ja, gut. Es geht, aber es gibt kein Achievement mehr dafür. Gut, dann haben wir aber hier alles abge. Ja, hier haben wir alles gemacht. Was wir jetzt aus der Situation machen können. Wir können hier noch die Münzen sammeln. Die kann man noch kriegen. Jetzt kann ich hier den Typi noch killen. Die Frage ist, das müssen wir mal lesen. Ist Guardian Angel vielleicht der, dass ich den hier rette? Ist Gun Fishing der, dass der hier reinfällt? Vor Kursmehl? Oh, das wäre, oh Mist, das wären die vier Bären gewesen für Yoshi. Das fehlt mir jetzt, das kriege ich nicht mehr. Expired weiß ich nicht. Impossible ist auch so eine Frage, was das sein könnte. Gibt aber 50 GP. Just Ahead. Es gibt noch einige, die wir noch nicht haben. Das könnte auch Extra Crispy sein, dass er hier in die Lava reinknallt. Das hatten wir schon. Jump hatten wir halt auch noch nicht. Ach ja, das wollte ich testen, ob ich hier einen P-Jump machen kann. Master Plumber weiß ich halt auch nicht. Silver Lining, ah, hatten wir schon. Vitamin, das könnten auch die Bären gewesen. Also irgendwas mit den Bären habe ich auf jeden Fall versaut. Gibt mir die 30 GP nicht mehr. Die sind weg. Overloaded. Keine Ahnung. Wann ich das bekommen könnte. Looking ahead. Ach ja, LR drücken wollte ich noch machen. Das weiß ich auch noch nicht. Speed dammen. Vielleicht ganz lange, ganz schnell bleiben. Feeling dizzy weiß ich auch nicht. Hin und her rennen könnte es sein. Ha. Huh. Ah, Ouch fehlt mir noch. Oh shit, Ouch kann ich schon nicht mehr machen, weil ich nicht mehr groß werden kann. Ups. Strike. Strike könnte mit einer Shell irgendwas abräumend sein. Starstruck. Ja, okay, ich habe den Stern nicht mehr eingesammelt. Oh, Military Escort verstehe ich. Da muss ich den Dings begleiten, den Bilder unten. Das sind 20 GP, das machen wir auf jeden Fall noch. Riches in die Münzen einsammeln, das will ich jetzt versuchen noch. Okay. Den Mond haben wir noch nicht gefunden. Das wäre Stern einsammeln. Ah, shit. Okay, da habe ich nicht... Okay. Aber ich denke, wir kriegen genug zusammen, hoffe ich. Jetzt gucken wir mal... Was hier passiert, wenn ich den kille? Das gibt Pest Control. Und wenn ich ihn rette... Okay, es gibt so oder so 5 GP. Ich kann nicht beides machen. So, aber was ich vorher testen wollte, war ja, ob ich einen Jump hier drauf machen kann. Nice! Es geht also doch. Es war nur mit der Feder schwierig. Gut. Dann können wir jetzt noch hier das Ding eskorten und dann haben wir es eigentlich. Die Frage ist, wohin wir es eskorten müssen. Ich folge einfach mal dem Ding bis zum Ende, würde ich sagen, ne? Oder muss man damit irgendwo dann hochkommen? Vielleicht hier? Overloaded! Das ist der Screen gewesen! Okay, wir haben 300. Nice! Ah ja, jetzt wollte ich gucken, ob Strike ist mit der Shell was abschießen. Nein, schade. Das war's nicht. Ich meine, wir haben schon. Ich will jetzt aber gucken, ob ich das noch bekommen hätte, dieses da. Das sind ja auch nochmal 20 GP. Ich habe jetzt da gar nicht mehr an Overloaded gedacht.
Aber cool, wir haben's. Nice. Wie weit muss ich? Muss ich einfach bis zum. Ich muss sie wahrscheinlich einfach so lange beobachten, bis er den Screen verlässt wieder. Ah, die Münzen habe ich jetzt nicht eingesammelt. Die hätten wir auch noch gehabt. Also, wir hatten, glaube ich, genug Möglichkeiten, das zu bekommen. Ich glaube, wir hatten wirklich genug Möglichkeiten, das zu bekommen. Alles. So, und jetzt auf Wiedersehen. Ha! Nice. Okay. Jetzt würde ich gerne noch die Münzen einsammeln und gucken, ob das alle gewesen wären oder ob mir was gefehlt hätte, die da oben. Das würde mich noch interessieren. Ach ja, ich wollte LR einmal drücken. Ja, nice. Das wäre Looking Ahead gewesen. Hatte ich auch recht. Aber was wäre Strike? Strike weiß ich nicht. Strike kann ich nicht zuordnen. Keine Ahnung. Oh, der Mole wäre wiedergekommen. Man hätte wahrscheinlich beides machen können mit dem Mole. Auch interessant. So viele Varianten, ne? Oh, die Plattform fallen lassen. Was wäre da eigentlich passiert? Okay, nichts. Muss ja nicht immer was passieren. So, wären das hier alle Münzen, hätten wir dann alle Münzen gehabt? Nein. Okay. Irgendwo sind wahrscheinlich noch Münzen, keine Ahnung. Ist egal, wir haben's. Nicey, nicey, nicey. Sehr cooles Level. Oh mein Gott. Das war wirklich großartig. Und zum Glück sehr fair bemessen. Ja, das war sehr fair bemessen. Okay. Das heißt, nächstes Mal gibt es mehr von Cabin Fever, wo uns der Secret Exit noch fehlt. Danke fürs Zuschauen und tschüss.